Also ursprünglich als Kind wollte ich mal Comics-Zeichner werden, aber irgendwie sind Geschichten einfach weggefallen und nur noch Bilder übrig geblieben. Ja, dann bin ich auch mal in den Kunststuhl gegangen. Es war so ein fließender Übergang. Ja, die Tropftechnik, ja, auf die bin ich auch per Zufall gestoßen. Ich habe einfach mal so Fläschchen gesehen und ich dachte, mit denen könnte ich noch etwas machen irgendwie. Dann habe ich einfach damit herum experimentiert und dann hat sich das so entwickelt. Das ist jetzt einfach eine Phase momentan. Ich weiss nicht, wie lange die anhebt. Ich kann auch nicht sagen, was ich in 10 Jahren wird machen. Ich habe da keinen sowjetischen. Was ist das? 7-Jahres-Plan oder so? Ich arbeite eher also vor dem Mittag fange ich selten an. Ich komme am Mittag hierhin. Dann arbeite ich teilweise wirklich 10 Stunden oder länger, je nachdem. Also bis Mitternacht etwa, bis um 1. Also nicht jeden Tag, logischerweise, aber im Schnitt bin ich eher am Abend da und arbeite bis spät. Es ist einfach ein verschobener Rhythmus. Ich schlafe dann halt einfach irgendwie bis um 10 Uhr oder so. Ich stehe dann einfach später auf, ist einfach verschoben, von dem her nicht mehr Energie, ist einfach anders verteilt. Die Inspiration kommt zu mir, ich muss mir die gar nicht holen. Die fliegt einfach in die Gegend rum. Nein, jetzt in dem Fall. Ich habe zum Beispiel auch einen Mitbewohner, der ist Mikrobiologe. Der hat mich vermutlich auch noch ein bisschen indirekt auf die momentane Inhalt gebracht. Er ist grausam, der Typ. Was der alles erzählt über Bakterien und so. Nein, eben so, von dem her. Wie gesagt, die Inspiration kommt zu mir. Arbeit. Ja. Ich habe einfach eine Idee. Aber ich mache da keine grosse Skizzen oder so. Ich höchstens mal ein kleines Zettel, ich kriege etwas drauf, schreibe mir etwas vor und dann direkt auf die Leinwand. Ja, nein, ich arbeite nur für mich allein, aber ich kenne natürlich viele andere Künstler. Man trifft sich zwungenermassen und klar gibt es Austausch ab und zu, aber was meine Arbeit betrifft, bin ich voll auf mich selber bezogen. Ja, ich komme halt nur die positiven Reaktionen über. Also, bis jetzt gibt es sicher viele negative Reaktionen, aber die werden mir selten ins Gesicht gesagt. Darum bin ich mir nur die positiveren gewöhnt. Aber es gibt sicher genug Leute, die das einen Scheiß finden. Wie alles. Also, das kann ich halt auch nicht beeinflussen.
Ja, Bilder gehen halt ab und zu in die Hose, oder? Also weißt, du hast eine Idee und denkst, es wäre super und dann kommt es dann doch nicht so gut aus. Und du musst einfach sagen, gut, das muss ich jetzt wegschmeißen. Das kann sehr frustrierend sein, vor allem wenn es ein sehr grosses Bild ist. Das ist mir auch schon passiert, du hast über einen Monat an einem Bild geschafft und dann habe ich einfach ein bisschen eingesehen, das ist Schrott. Das muss ich wegschmeißen. Das ist dann bitter. Position zu der Gesellschaft? Nein, ich bin eher voll auf meinem eigenen Kosmos drin. Also ich bin ja eher leicht auf der autistischen Seite, was das anbelangt. Also ich bin weder politisch noch sonst irgendwie im gesellschaftlichen Bezug. Es ist wirklich rein persönliche Obsessionen, die ich da pflege. Ja, das bedeutet, es gibt gar keine andere Option. Ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte. Das ist ziemlich einfach. Die sind sehr kurzfristig. Genug Cash reinholen, um die nächste Miete zu zahlen. Und am nächsten Bild weitermachen. Und dann hat sich es schon etwas. Weiter rausgeplant habe ich nicht.